Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge von Green Hell. Entschuldigt, falls ich ein bisschen erkältet klinge. Ich hatte eine Erkältung hinter mir und Schnupfen und Husten ist manchmal noch ein bisschen da. Vielleicht hört man das ab und zu noch mal ein bisschen raus. Aber ich denke, das wird trotzdem so gehen. Warum bin ich denn gerade so langsam? Ich bin wohl direkt überladen. Habe ich gespeichert? Nein. Oder ich. Ah, ich bin geduckt gegangen. Das ist alles. Okay, alles klar. So, ich habe mir das Ganze noch mal ein bisschen angeguckt. Diese Karte, die wir hier neu haben. Ich kann sein, dass ich diese Idee schon mal gebracht habe. Aber das ist die Verlängerung von der Karte ganz am Anfang, von der hier. Und zwar müsste das der Bereich hier unten sein, den wir bisher nicht betreten konnten. Ich nehme mal an, dass wir hier über diese Steine jetzt wahrscheinlich dahin können. Möglicherweise ist das dann der Weg zu diesem Schlangenpass, den wir suchen sollen. Denn die andere Idee, die ich mit dem Schlangenpass noch hatte, ist diese kleine Insel hier. Da haben wir, waren wir auch schon mal. Da war ja im Hauptspiel diese große, vielleicht wisst ihr das noch, diese große, fette Schlange aufgespießt. Und vielleicht hat das damit irgendwas zu tun. Vielleicht muss man da was machen. Da sind aber noch Varaha-Krieger, wenn ich die nicht schon kaputt gekriegt habe. Ja, das heißt also, wir sind ja jetzt ungefähr hier. Wir müssen jetzt hier runter. Von da dann kommen wir hier raus. Müssen wir dann hier. Und von da hier runter, so ungefähr. Also hier nach unten geht es dann zu der Karte. Da kommen wir hier oben raus. Und dann straight Richtung Süden zu dem Bereich. Ich denke mal, das sollte der normale Weg sein, wie wir da hinkommen, ja. Deswegen würde ich sagen, gehen wir das mal an. Wir sind jetzt ungefähr hier. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt so Südwest und gucken, ob wir vielleicht noch ein paar Steinchen mitnehmen können. Spät haben wir es, 8:30 Uhr. Vielleicht noch ein winzig kleines Nickerchen, damit ich wirklich ausgeschlafen losgehe. So, so passt das. Natürlich wieder erstmal speichern. So, und dann werden wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Südwest, also in die Richtung. Ich hoffe, dass ich jetzt hier alles abgegangen bin, in der Richtung. Aber ich nahm an, dass ich das in der letzten Folge gemacht habe. Ach, das fängt ja super an. Das fängt ja sehr gut an. Komm Leute, ich lade das einfach. Ich will nicht so gleich starten müssen. Das muss ja nicht sein. Ja, sorry, normalerweise lade ich sowas dann nicht. Es ist ja Survival. Aber ja. Wir sind so nah am Startpunkt, da muss ich jetzt nicht unbedingt gleich so anfangen, weil dann kann ich nämlich gleich wieder schlafen gehen. So, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich habe auch drüber nachgedacht. Da war sie schon wieder. Drüber nachgedacht, mal wieder öfter schlafen zu gehen. Ach Quatsch. Öfter schlafen? Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Öfter langsam zu gehen, um vielleicht nicht auch so oft schlaf gehen zu müssen. Denn die Befürchtung hatte ich bestimmt auch schon öfter, dass ich durch das schnelle viele schnelle Rennen, dass ich deswegen eigentlich hier ständig müde bin. So, haben wir noch Parasitenpilze? Ein paar, ich nehme die mal noch mit. Nee, eh aufnehmen. Aber ich muss natürlich trotzdem schauen, dass ich in der Richtung bleibe. Wo ist der? Die müssen hier oben sein. Oh, ich bin ganz nah dran. Okay, die haben mich aber noch nicht entdeckt. Oh, kann ich mich hier irgendwie runtermogeln? Ich wollte mich mit denen jetzt eigentlich nicht anlegen. Wenn es sich vermeiden lässt. Da hinten ist ein Baumstamm.
Ich glaube, den gehe ich dann mal runter. Können wir zwar die auch schnappen, aber ich muss das mal wieder ein bisschen reinkommen ins Spiel. Schon wieder ein bisschen her. Da traue ich mir nicht mal so viel zu. Pfeile haben wir. Wie viel? Haben wir eigentlich ordentlich. Ich packe die mal ein bisschen hier zur Seite. Sieht aus, als wäre das Inventar plötzlich irgendwie anders sortiert. Ist ja auch seltsam. So. Südwesten. Ich denke mal, wir werden noch genug Varaha-Lager auseinandernehmen. Da muss ich jetzt nicht sofort auf reagieren. Tabakverbände 3. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, das muss erstmal reichen. Südwesten. Kurz mal orientieren. 31, 24. Ist genau die richtige Richtung. Ein bisschen mehr südlich müsste ich dann dahin kommen, wo ich dann klettern kann. Obwohl die Ecke hier hinten, das könnte gut sein, dass da vielleicht noch ein Stein ist. Also gehe ich vielleicht doch lieber mehr westlich. Vielleicht ist ja hier irgendwas. Ein Durchgang? Ah, habe ich es nicht gesagt? To protect their love, the girl hid 4 ritual amulets in the jungle. Ah, super. Und die dürfen wir dann natürlich suchen, ha? Das heißt, wo hat das eingeschrieben? Direkt an der Ecke hier. Hier unten. Theoretisch könnte ich jetzt hier noch ein bisschen absuchen, aber ich denke nicht, dass da was ist. Deswegen gehe ich jetzt weiter zum ursprünglichen Punkt. Das wird eh nochmal ein Spaß werden, dann die restlichen Legenden zu finden. Manchmal wünsche ich mir hier ein Fernglas. So, mal wieder ein bisschen Pilze knuspern. Mir ist dann beim Schauen der Folgen auch mal aufgefallen, dass ich eine Sache auch komplett vergessen habe. Und zwar baue ich mir ja eigentlich, wenn ich irgendwo zwischendurch mal schlafen oder schnell vor allem schlafen muss, immer diese Hütte, wo ich auch speichern kann. Dabei wäre es viel sinnvoller, wenn ich stattdessen dann, wo haben wir's? Dieses einfache Blätterbett baue. Das geht viel schneller. Klar, ich kann nicht speichern, aber ich kann auf jeden Fall schnell schlafen. Ich hoffe, das denke ich jetzt nächstes Mal dran. So, sehr gut. Hier geht's dann runter. Wie sieht's denn aus, die Wand, die dann hier lang geht? Müsste ich eigentlich auch nochmal abgehen. Ich glaube, das muss ich mal noch machen. Die sieht so leer aus. Ist gut möglich, dass gerade einen Knoten gehört. Gut möglich, dass hier noch ein Stein irgendwo ist, eine Legende. So, hier ist auf jeden Fall erstmal nichts. Hier. Auch nichts. Da oben ist das Lager, was ich vorhin zum Glück noch umgangen bin. So, wie weit gehe ich jetzt hier noch rein, ist die Frage. Hat er das eigentlich eingeschrieben, das Lager? Huch. Nochmal die. Nee, hat er nicht. 30, 26. Sind hier unten, ja. Ich muss noch ein bisschen ablaufen. Da ist irgendwo eine Spinne, nee, eine Schlange.
Ah, hier habe ich einen schönen Überblick. Ah doch, hier bin ich schon lang gegangen. Ich erinnere mich, dass ich da jemanden lang gehen sehen habe. Dann war ich hier schon. Gut. Gehen wir doch mal ein bisschen schneller zurück. Versorgungstechnisch. Oh, wir brauchen dringend Wasser und Proteine. Haben wir da was? Oh, ich habe mich wieder schlecht vorbereitet. Aber ich könnte das Palmherz essen. Das bringt auf jeden Fall mal so ein bisschen was. Ja, das muss erstmal reichen. Ich hoffe, dass ich jetzt noch Wasser kriege unterwegs. Da war ich schon. Wir sind jetzt quasi da runter geklettert. Kommen jetzt hier an. Ich muss weiter Richtung Westen, wenn ich zu diesem Schlangen Ding will. Wobei das auch bedeutet, dass ich mich dann mit den Eingeborenen anlegen muss. Mit den Baraha. Die Müdigkeit, ja, so langsam schlägst du wieder zu. So, das muss hier erstmal weg. Oh, hat wohl direkt einer gehört. Will der zu mir? Nee. Ich glaube, der geht genau dahin, wo ich auch gerade hin will. Erstmal ein paar Nahen reinzwitschern. Da hinten läuft ein Schwein. So, wo ist hier der Übergang? Beziehungsweise ich hole mir erstmal Wasser. Trainer. So schnell noch Wasser mitnehmen. Und schon mal zwei Parasiten loswerden. Hä? Hat das nicht gereicht? Achso, ich habe ja... Nee, ich hatte doch nur zwei. Eigentlich hätte das reichen müssen. Ach, hier sind ja gleich die nächsten. Ja, und vorhin sage ich, ich muss das Blätterbett bauen, aber jetzt bin ich doch wieder versucht, eher ein Haus zu bauen, falls die Sache jetzt hier schief geht. Ich glaube, das mache ich mal. Möglich, dass jetzt zwar vielleicht noch eins steht, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo der hier, nee, das ist der falsche, wo ich hier vielleicht einen Hüttenunterstand hingebaut haben könnte. So, drehen. Ja, jetzt erstmal die geeignete Stelle finden. Hm, hier war es gerade gelb. Heißt das, ich jetzt da hinbauen können? Ah, hier. Machen wir es doch hier hin. Finde ich jetzt hier keine Stöcke oder was? Da hinten. Ah, da ist ein Gürteltier. Könnte ich wieder schöne Rüstung draus machen.
Na, los, zerleg das schon. So, immerhin haben wir für dieses Haus jetzt eigentlich noch genug Zeit, das müssten wir eigentlich hinkriegen. Oh nein. Da ist irgendwo ein Krokodil. Shit. Das kündigt sich leider aber nur einmal an. Wenn ich jetzt nicht gleich rausfinde, wo das herkommt, könnte es das gewesen sein. Eigentlich muss es von da unten kommen. So. Das gefällt mir gerade echt gar nicht. Weil die verfolgen einen auch eine weite Strecke, das haben wir ja auch schon rausgefunden. Das heißt, selbst wenn das wahrscheinlich gerade ewig weit weg ist, das kommt bis hier hingelaufen. Definitiv. Das doch wieder knapp mit Schlafen. Oh nein, es ist hier irgendwo, ne? Aber ich sehe es nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Das ist knapp. Das ist echt viel zu knapp. Los, jetzt aber ganz schnell hier. Mach das Bett fertig. Oh, Gott sei Dank haben wir das noch gefunden. Ich speichere trotzdem erstmal vorher. Heilige Scheiße. Puh. Da ging mir die Muffe gerade. So, wir schlafen erstmal durch. Das ist sogar wieder direkt morgen fast. Das passt. Irgendwas krabbelt zwar wieder an uns, glaube ich. Aber das kriegen wir auch noch weg. So, machen wir die Rüstung weg. Hm. Ein paar Egel, Gott sei Dank, das mehr. Mehr ist es nicht. So, Proteine ist nicht so wichtig. So, dann speichern wir nochmal. Und ich würde sagen, dann gehen wir dir mal Besuch abstatten, ne? Da unten können wir noch ein Totem zusammenbauen. Aber das habe ich jetzt gerade nicht vor. Das ist mir irgendwie zu nervig, die Aufgabe. Auch wenn wir wahrscheinlich alles hier finden dafür. Das letzte Mal kam von der Seite einer und von der anderen. Das war auch ungünstig. Sag bloß, das ist gerade leer. Nein, da kommt schon einer. Daneben. Hey, da macht's ja wie ich. Okay, den haben wir. Der einzige hier? Ich meine, soll mir recht sein. Dann mache ich mal schnell alles kaputt hier. Das sieht echt gut aus hier. Was ist hier mit dem Schildkrötenpanzer? Den drehe ich mal um. Kann ja eventuell Wasser reinlaufen. So, raus mit euch. Geh nach Hause. Du auch. Komm, du bist frei. Huch, gleich das ganze Ding kaputt gegangen. So. Schnell, bevor die wiederkommen. Alles kaputt machen hier.
Gut möglich, dass die Schlange, von der ich gesprochen habe hier, aber auch eine Aufgabe ist. Eine Legendenaufgabe. Dass wir die dann hier noch finden und zerstören müssen. Da haben wir sogar einen Legendestein, sehr schön. Whoever finds it will gain the power of a jaguar. Ja, ist das vielleicht sogar schon der Hinweis auf die Schlange? Es ist von einer Sie die Rede. Die Schlange. Ich hätte meine Hütte gleich hier hinbauen können. Ich wünschte, ich könnte meine Hütte drüben einfach Huckepack nehmen und dann hier aufstellen. Hier rübertragen. Andererseits haben wir jetzt echt genug Material hier. Da steht noch. Irgendwas steht hier noch. Ach du heilige Scheiß, was bist du denn? Alter, was ist das für ein Ding? Goliath vorgespinnet? Ja, ich habe die irgendwie anders in Erinnerung. Nicht ganz so heftig groß. So, was steht denn jetzt hier noch? Das Ding etwa? Ich glaube, ich würde hier auch gerne mal diese andere Hütte hinbauen. Dieses größere Ding hier, der kleine Unterstand. Kleine Bambusunterstand. Nö, ich würde sagen, wir haben hier echt genug Sachen, dass wir den einfach so direkt hier hinbauen können. So. Dann kommst du erstmal hier. Zwei Holzscheiter. Ach, da vorne steht das Ding steht noch, das Totem. Hey. Oh, mein Pfeil ist noch dran. Na bitte. So, wenn wir den Varaha auseinandernehmen, müssten wir auch genügend Knochen haben, um vielleicht dieses eine Totem noch fertig zu machen. Es ist ja eigentlich gar nicht weit weg. Ich glaube, das mache ich dann als nächstes. Das ist in der Nähe. Ich habe genug Stuff hier. Spricht also nichts dagegen. Nein, du noch nicht. So, ganz viele Seile brauche ich. Ah, da waren die Seile schon aus. Aber die liegen hier auch rum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, sogar noch mehr Knochen. Stimmt, die nehmen sie ja auch für ihre Totems. Dann muss ich den vielleicht gar nicht auseinandernehmen. Kann ich von hier aus auch reinmachen, die Seile? Ja, tatsächlich. Bis auf da unten. So, Palmblätter, bitte. Ich habe auch schon lange nicht mehr mit Lehm gebaut. Aber das braucht immer so viel Vorarbeit. Und ich bin noch nicht sicher, ob ihr das gerne seht, wenn ich hier längere Zeit nur baue. Das hatte ich im Hauptspiel ein bisschen gemacht und habe es da auch, soweit ich mich erinnern kann, auch ja, verkürzt, indem ich so ein bisschen Zeitraffer und Musik untergelegt habe. Also wenn ihr da Bedarf habt an solchen Videos, immer gerne sagen, auch wie dann, also ob ungekürzt oder eben so ein bisschen zusammengefasst oder mit Musik oder wie auch immer, könnt ihr gerne immer mal Vorschläge bringen. Wieder ein paar Seile. Oh Gott, ich hatte gerade Angst, dass hier ein Frosch rumläuft von den Giftigen, während ich hier die ganze Zeit eh spamme. Da fehlt immer noch was. Ich bin auch schon wieder müde. Hä, ein Stock fehlt? Was ist das? Was bist du? Was willst du?
Kann man den essen? Ich habe ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Ich nehme den mal mit. Ich muss zugeben, ich habe den schon mal auf einem Screenshot gesehen auf Twitter, als sie das vorgeschlagen haben, den dritten Teil, also den vorgestellt haben. Aber ich konnte damit nichts anfangen. Da kribbelt's gleich überall. Puh. Tja, erstmal wieder speichern, bevor wir schlafen. Ja, versorgungstechnisch müsste mir ein Feuer machen. Dann könnte ich theoretisch gleich mal den Tausendfüßler probieren. Ich glaube, das mache ich sogar. Ein Feuer. Ganz einfaches Feuer. So, dann müssen wir es mal wieder sammeln. Mal gucken, ob ich das noch... Ein Stammesfeueranzünder? Ich habe noch einen, das reicht. Oh, da habe ich es wieder übertrieben. Ich glaube fast, das Essen muss ich wohl dann auf morgen verschieben hier in dem Spiel. Was klatscht denn hier so? Ein Stock noch. Dann machen wir noch so einen kaputt. So, ich glaube, da muss ich wohl doch erstmal schlafen. Ich trinke erstmal noch das Wasser, was ich habe. Disgusting. Ugh. Dann bin ich zumindest damit erstmal versorgt. Genau, die zwei hinterher. Das Palmherz. Hatte ich das nicht gegessen? Hatte ich das nicht schon irgendwie gegessen? Ach Mist, bei dem Ding kann man ja nicht schlafen. Oh shit, das habe ich vergessen. Da muss dann trotzdem noch ein Bett extra drunter. Finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil das braucht ja so schon sehr viel Palmblätter. Aber gut. Kriegen wir vielleicht gerade noch so hin. Darf nur nicht rennen. So, fünf Stück noch. Fünf. Komm, Jake, das schaffst du. So, fünf Stück. I need to rest. Yep, schon dabei. Muss ich mal gucken, wie weit ich jetzt schlafe. Ich will nicht, dass es wieder Nacht ist. Andererseits, ich kann ja auch nachts dann eigentlich kochen. Ja, das mache ich dann so. Ich glaube, das ist dann nicht so schlimm. Auch wenn es jetzt echt wieder finster ist. Wie Sau. So, machen wir erstmal ein schönes Feuer an. Wo haben wir denn den Anzünder? Wie weit ist der? 85, das reicht noch lange. Mal gleich einen Topf draufstellen und befüllen. Ja, Mist, die Zwiebel ist schon verdorben. Ich hatte vorhin gerade gehofft. Was ist denn, wenn ich die sammle? Ich hatte gerade gehofft, dass die noch gut ist. Larven. Achso, ja, stimmt. Wenn man verdorbene Sachen sammelt, kriegt man ja Larven. Das habe ich fast vergessen. Ja, gut. Gut kochen kann ich ihn nicht. Dann brate ich ihn. Neues Wasser holen. Der ist bald durch. Was könnte ich denn jetzt kochen? Erstmal noch ein Parasitenpilz. Antiparasitenpilz. Ich könnte einen Knochen kochen. Aber das hebe ich mir mal auf, für falls der Tausendfüßler mir nicht bekommt. Weil ich glaube, der Knocheninfusion war auch gegen bei Lebensmittelvergiftung. Gut. Neue Zutat in Green Hell muss probiert werden. -5 geistige Gesundheit.
Das heißt, vielleicht hören wir gleich wieder Stimmen. Gut, naja, dann trotzdem den Knochen noch hinterher. So, sehr gut. Da sollte es uns doch eigentlich direkt wieder besser gehen. Fett und Proteine brauchen wir. Haben wir da noch was da? Moment, den mache ich mal hier hoch. Die Maden hier runter. Und dann essen wir mal eine Paranuss oder ein paar. So. Das sieht doch gut aus. Ja, wie sieht's aus? Ich würde sagen, ich speichere mal und dann gehe ich ein bisschen fischen. Aber wenn ich das auf die Uhr gucke, muss ich sagen, das machen wir dann erst wieder in 2 Tagen, Leute. Ich danke euch vielmals, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und seid gerne das nächste Mal wieder dabei in 2 Tagen. Macht's gut, Leute, habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.